Migration spielt für die Familie in meinem Roman eine sehr zentrale Rolle, weil sie an keinem Ort länger als eine Generation bleibt. Im Grunde genommen wechselt jede Generation mindestens 3 Städte, Länder. Ich würde sagen, das ist exemplarisch für jede Familie. Vielleicht nicht so heftig, wie das bei jüdischen Familien, also jüdischen, europäischen, aschkenasischen Familien ist. Das ist historisch bedingt ein bisschen turbulenter. Aber es gibt keine Familie ohne Migration. Und ich würde sagen, es gibt keine Identität ohne Migration. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt den Kontinent wechseln. Wir migrieren ja ständig. Wir migrieren von Meinungen, wir migrieren von Städten, wir migrieren vor Unglück. Ist die Frage, wie man das definieren möchte. Dass wir das eigentlich ständig erleben, nur dadurch, dass wir drinstecken, reflektieren wir es nicht. Und dann ist es irgendwie, ja, und dann musste ich migrieren, dann war in den 90ern halt, da waren diese Panzer auf dem Roten Platz und dann haben wir halt die Papiere eingereicht und dann sind wir halt erstmal Bad Pyrmont, Asylbewerberheim etc. Das klingt so wie eine abrufbare Story, aber die Bewegung innen drin, die Wellen innen drin sind verheerend. Und was sie mitbringen, ist sehr wichtig zu beleuchten. Ich glaube, wenn man das einfach nur ablegt, generationsweise ablegt, wenn man das alles vergisst, dann hat man ein ganz großes Problem. Für den Roman ist es so, dass da es darum geht, dass nichts feststeht, dass meine Protagonistinnen außer sich sind, muss das Setting, die Schauplätze müssen auch sehr schnell wechseln, um einfach nur eine Ahnung, eine spürbare Ahnung davon zu bekommen, wie es ist, wenn die Drehscheibe zu schnell ist, wenn es sich dreht.